Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dem heutigen Vortragsabend, der Sie in diesem Monat einmal mehr, nämlich schon zum dritten Mal, in Arbeitsbereiche des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom entführen wird. Mein Name ist Ortwin Dalli. Ich habe die Ehre und die Freude, dieses Institut, das 1829 schon hier als Instituto di Corrispondenza Archeologica hier in Rom gegründet worden ist, zu leiten. Mit dieser Vortragsreihe versuchen wir Ihnen aber zu zeigen, dass dieses Institut alles andere als angestaubt ist oder in die Jahre gekommen ist, sondern moderne und zukunftsgewandte Forschung betreibt. Und es geht heute in dem heutigen Abend um einen sehr wichtigen Bestandteil des kulturgeografischen Arbeitsgebietes der Abteilung Nordafrika. Damit verlassen wir Italien im engeren Sinne heute zum ersten Mal. Und wie Sie aber sehen werden, stehen diese Arbeitsgebiete in Nordafrika durchaus in einer sehr engen Verbindung mit Italien. Nicht nur historisch, Ihnen allen oder vielen von Ihnen wird bewusst sein, dass Karthago ja in weltgeschichtliche Auseinandersetzungen mit Rom verwickelt war und letztlich dann auch nach drei verlustreichen Kriegen seine Existenz zunächst einmal jedenfalls als punisch und unabhängiger Staat aufgeben musste. Darum wird es also heute Abend auch gehen. Das Institut ist dort in dieser Region seit den 70er Jahren tätig, vor allem in der Person des mittlerweile verstorbenen langjährigen Kollegen Friedrich Rakop, der in Karthago und Chemtu in Tunesien angefangen hatte, große Forschungsprojekte in Gang zu setzen, auf denen, und das auch das werden Sie sehen, das Institut heute noch fußt und auf denen es aufbaut. Darüber hinaus hat Rakop auch begonnen, in Algerien und zeitweilig auch in Libyen zu arbeiten. Auch das sind Arbeitsgebiete, die uns heute immer noch intensiv beschäftigen. Und die beiden Kollegen und Kollegin, der Kollege und die Kollegin, die Ihnen das Thema heute näher bringen werden und dort arbeiten, sind dort eben genau tätig, nämlich in Tunesien und in Algerien. Als erster zu Ihnen sprechen wird mein geschätzter Kollege Herr Dr. Ralf Bockmann. Ich darf ihn kurz vorstellen. Herr Dr. Bockmann ist klassischer Archäologe, man kann aber sagen, mit einem vor- und frühgeschichtlichen Hintergrund. Er hat ganz ausgeprägte wissenschaftliche Interessen im westlichen Mittelmeerraum zwischen der Spätantike und dem frühen Mittelalter, wobei er sich dann in den letzten Jahren sehr stark auf Nordafrika in der byzantinischen Zeit konzentriert hat. Was das heißt, wird er uns sicherlich gleich erklären. Er ist sehr, sehr stark an Themen wie dem Kirchen- und Festungsbau, Fragen der Urbanistik und der Landschaftsentwicklung interessiert, und aber auch an Fragen der Repräsentation der religiösen Praxis. Und er arbeitet nun seit vielen Jahren intensiv in Karthago, einer Weltkulturerbestätte, und ist aber gleichzeitig auch im Umland von Karthago tätig, hat darüber hinaus auch in Libyen bereits Kooperationsprojekte durchführen können. Gefolgt wird dieser Vortrag über Karthago dann von einem weiteren Beitrag über eine andere faszinierende Stätte in Nordafrika, Cherchell, die antike Stadt Caesarea Mauretaniae, wo meine geschätzte Kollegin Ulla Kreilinger arbeitet. Sie ist klassische Archäologin, hat darüber hinaus aber auch Gräzistik, also die altgriechische Sprache, Latinistik und provinzialrömische Archäologie studiert in München und in Heidelberg. Sie ist auch dem DAI, kann man sagen, sehr lange verbunden. Sie war zeitweilig an dem Deutschen Archäologischen Institut in Madrid und in Athen tätig, auch mehrere Jahre. Sie ist dann auch an den Universitäten Marburg und Erlangen-Nürnberg lange tätig gewesen und hat ausgesprochen vielfältige Interessen
die sich auf Themen wie die Alltagsbilder auf griechischen Vasen, aber auch die Kulte von griechischen Agorai konzentrieren, schließlich aber auch Fragen der Topographie, etwa so einer alten Kulturlandschaft wie der Peloponnes oder auch Griechenland im Verlauf der römischen Kaiserzeit. Aber damit beschreibt man auch nur eine Facette ihres reichhaltigen Oeuvres. Sie ist eine ausgeprägte Spezialistin für Fragen der antiken Plastik. Und als diese Spezialistin ist sie dann auch seit vielen Jahren nun über das DRI Rom und mit dem DRI Rom in Cherchell tätig und dort involviert, führend in nicht nur die abschließende Publikation und Erforschung dieses einzigartigen Skulpturenbestandes, sondern auch den Neuaufbau, die Neukonzeption eines Museums. Und auch das wird sie uns sicherlich nachher noch erklären, was es damit genauer auf sich hat. Sie werden merken, meine sehr verehrten Damen und Herren, was beide Vorträge verbindet, ist, dass es heute Abend um mehr geht als reine Archäologie. Es geht nicht nur um Forschung, um die Beschreibung von Skulpturen oder auch die stilistische, typologische Analyse derselben. Nein, es geht darum, wie Inhalte der Archäologie für ein breites Publikum erfahrbar, erlebbar und verständlich gemacht werden können. Und das ist eine Forderung, die sich mit Begriffen wie Site-Management, Mise en Valeur in Nordafrika verbindet. Man könnte auch von Public Archaeology sprechen, also der Frage, wie werden Inhalte, die wir in der Forschung erzielen, für ein breites Publikum fruchtbar gemacht und wie kann somit auch nicht nur Know-how vor Ort gefördert, geschaffen werden, etwa für die pädagogischen Konzepte zur Erschließung solcher Städte, sondern eben auch die Frage, wie diese Städten letztlich auch für den Tourismus und damit für die Wirtschaft interessant gemacht werden können. Und das ist, wie Sie merken werden, eine Herausforderung, der sich das DRI Rom schon seit langem stellt, und der sich aber ganz besonders intensiv gerade in Nordafrika stellt und dort auch zusammen mit den Partnern in Tunesien und Algerien dort auch nun sehr erfolgreich umsetzen konnte und auch umsetzen kann. Damit möchte ich es mit meiner kurzen Einführung auch bewenden lassen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir zwischen diesen beiden Vorträgen keine Diskussion haben werden, sondern eine Diskussion nach diesen Vorträgen möglich sein wird, so wie bei den ersten beiden Vorträgen auch. Sie können aber jedoch Ihre Fragen gerne jederzeit im Chat mit Klick auf das Symbol unten rechts auf der Seite stellen oder aber, wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, im YouTube-Chat zum Livestream. Wir sammeln diese Fragen und geben sie dann an die beiden Vortragenden weiter. Wenn Sie möchten, dass Ihr Name dabei genannt wird, unterschreiben Sie bitte die Frage einfach mit Ihrem Namen und ich werde Sie dann auch in der abschließenden Diskussion, die, da bin ich mir sehr sicher, sehr rege sein wird, dann auch nennen. Damit möchte ich jetzt Ihnen, lieber Herr Bockmann, das Wort geben und Sie bitten, uns mitzunehmen über das Mittelmeer hinweg nach Karthago. Ja, vielen Dank, Herr Dalli, für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, in diesem Rahmen sprechen zu können und Ihnen in der nächsten halben Stunde einige unserer Karthago-Projekte des DRI Rom vorstellen zu können. Ich habe den Vortrag das afrikanische Rom genannt, um auf diese engen Verbindungen auch nochmal hinzuweisen, die immer wieder Thema sein werden, auch im Verlauf des Vortrags. Ich werde drei größere inhaltliche Punkte ansprechen, und zwar ein bisschen zur Geschichte, also im Kontext und zur Forschungsgeschichte auch in Karthago, die eine besondere ist, eben vor allen Dingen auch durch die Rolle, die das DRI Rom dort gespielt hat. Dann möchte ich auf Fragen der antiken Urbanistik eingehen. Die Urbanistik ist das große Thema, was wir in Forschungsprojekten von Rom aus in Karthago mit unseren tunesischen Partnern seit Jahrzehnten behandelt haben, und ich werde mir die drei großen Epochen
vor allen Dingen anhand der Ergebnisse dieser Projekte ein bisschen näher anschauen und Ihnen erläutern und möchte dann, wie auch schon angekündigt wurde, doch auch noch auf den Aspekt der Denkmalpflege vor Ort eingehen. Wirklich immer ein wichtiger Punkt in unseren gemeinsamen Projekten. Sie alle kennen das sicherlich noch aus dem Geschichtsunterricht. Vielleicht waren einige von Ihnen auch schon mal selbst vor Ort in Karthago und haben sich das angeschaut. Ich würde sagen, dass dennoch im allgemeinen Verständnis die Rolle Karthagos in der Antike vielleicht nicht ganz adäquat im Bewusstsein steht. Wir müssen uns wirklich klar machen, dass es sich hier um die zweitwichtigste Metropole der antiken Welt gehandelt hat. Und über Jahrhunderte hat man Karthago und Rom gleichberechtigt in einem Wettstreit praktisch sehen müssen und gesehen. Die punischen Kriege oder die punisch-römischen Kriege sind allen sicherlich bekannt. Ganz besonders natürlich der zweite punische Krieg mit Hannibals berühmtem Zug über die Alpen. Sie sehen hier, wie sich der History Channel Hannibal vorgestellt hat in einer Dokumentation vor einigen Jahren. Die Schlacht dann letzten Endes bei Cannae und dann Zama, Scipio Africanus, das sind Namen, die allen vielleicht noch bekannt sind. Am Ende des dritten Punischen Krieges fand dann die vollständige Zerstörung der Stadt statt, 146 vor Christus. Es dauerte dann aber eigentlich gar nicht so lange, bis man sich auch in Rom überlegt hat, dass man an genau dem gleichen Ort eine neue Stadt gründen sollte. Das Ganze hat nicht so gefruchtet, wie man sich das vorgestellt hatte. Das fand schon eine Generation später statt. Es hat dann noch gedauert, fast 100 Jahre, mehr als 100 Jahre, bis 29 dann endgültig die Colonia Julia Concordia Carthago eingerichtet wurde, 29 vor Christus unter Augustus. Karthago wurde bald wieder die zweitgrößte Stadt im westlichen römischen Mittelmeer nun. Und auch der Mythos Karthagos blieb bestehen. Also wir wissen aus antiken Quellen, dass auch die römischen Karthager sich durchaus auch in der Tradition der punischen Karthager weitergesehen haben und sich dieser Geschichte bewusst waren. Wir werden aber jetzt auch sehen im Laufe des Vortrags, dass die Stadt ganz, ganz gewaltig umstrukturiert worden ist und mit dem punischen Karthago noch einige topografische Gemeinsamkeiten hatte, aber doch vom ganzen Konzept her anders ausgesehen hat. Salvian von Marseille hat dann im 5. Jahrhundert eben dieses berühmte Wort geprägt, dass Karthago das afrikanische Rom sei und damit im Prinzip was ausgedrückt, was man auch in den Jahrhunderten zuvor schon in ähnlicher Weise gesehen hat. Die Geschichte der Stadt ist dann sehr bewegt noch in der Spätantike. Es kam zur vandalischen Eroberung Karthagos, dann zur byzantinischen Eroberung ungefähr 100 Jahre später und dann ungefähr 150 Jahre danach die umayyadische Eroberung der byzantinischen Hauptstadt Afrikas. Und danach fand dann letzten Endes erst ein so bedeutender Wandel in der Stadt statt, dass sie im Prinzip ihre Gestalt bekam, die nicht mehr viel mit der antiken Stadt zu tun hatte. Aber auch dazu ein bisschen später noch mehr. Warum ist Karthago jetzt so besonders als Siedlungsort? Das liegt auch vor allen Dingen an der Lage. Sie sehen hier die zentrale Lage im Mittelmeer, nur knapp gegenüber von Rom. Wenn wir dahin ein bisschen näher reinzoomen, sehen Sie hier, dass Karthago innerhalb einer sehr gut geschützten Bucht lag. Also es war hervorragend, um hier reinzusegeln vom offenen Meer aus und dann in Ruhe anzulegen. Dann gibt es noch die noch besondere Situation. Hier ist das der antike Stadtkern, dass sich südlich von dem antiken Stadtkern hier eine Lagune befand, die auch beschiffbar war in der Antike. Also es ist heute fast zu, das war in der Antike offen, sodass man auch von dieser Seite ransegeln konnte. Gleichzeitig aber ein Schutz auch auf die Landseite. Sie sehen das hier im Prinzip, war Karthago dadurch sehr gut geschützt. Und das ist eine ganz typische Situation geografisch für phönizische Stadtgründungen. Ich will Ihnen jetzt ganz kurz sagen, was für DRI-Projekte in Karthago stattgefunden haben, da wir uns deren Ergebnisse eben gleich etwas genauer ansehen wollen. Die erste Grabung begann 1974 in Karthago, eben durchgeführt, konzipiert von Friedrich Rakob, damals hier vom DRI Rom aus.
Die Grabung fand statt im sogenannten Quartier Magon. Das hat man später so genannt. Man weiß nicht, wie dieser Teil in der Antike geheißen hat, der Stand. Das hat man so genannt, weil die bedeutendsten Befunde hier in dem Stadtteil aus der Zeit der Magoniden stammte, aus der mittelpunischen Epoche, auch dazu später mehr. Das gehörte, die Grabung von Rakop gehörte auch zu dem großen Komplex der UNESCO-Grabungen, die in Karthago stattfanden. In den 70er Jahren waren verschiedene Nationen in Karthago tätig, auf Einladung der tunesischen Denkmalpflegebehörde und der UNESCO. Und die Grabung von Rakop, die über 6 Jahre hier an dem Ort stattfand, hat nicht nur bedeutende Ergebnisse, besonders für die punische Entwicklung der Stadt, aber auch für die römische erbracht, sondern auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Stadt dann aufgenommen wurde in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Rakop hat seine Arbeit in Karthago danach fortgesetzt, nach einer kleinen Pause, in der archäologische Park dort errichtet wurde am Quartier Magon, und zwar in der sehr nahegelegenen Rue Ibn Shabbat. Dort waren die Fragestellungen ähnlich. Es ging auch dort, Rakop, vor allen Dingen um die urbanistische Entwicklung, zunächst der punischen Stadt, aber wie es im Zentrum einer solchen antiken Metropole ist, sind Siedlungsschichten hier nicht nur aus der punischen Zeit zutage gekommen, sondern auch von der römischen bis in die byzantinische Zeit. An diesem Ort konnte Rakop seine Arbeit nicht mehr beenden. Seine beiden Schüler, kann man sagen, Helmut Dolenz und Christoph Flügel, haben sich dann bereit erklärt, im Auftrag des DAI Rom ab 2009 hier die Grabung wieder aufzunehmen, um die Ergebnisse zu publizieren. Zu deren Publikation war Rakop eben auch nicht mehr gekommen. Dann konnten wir eben in einigen Jahren noch dort weitergraben und danach auch hier einen entsprechenden archäologischen Park einrichten, den ich Ihnen später vorstellen möchte. Das letzte Projekt, was wir dann durchgeführt haben, begann dann 2013. Dort haben wir uns entschieden, einen Sektor zu untersuchen, der bisher sehr wenig studiert worden ist, das südwestliche Stadtquartier Karthagos. Dort wusste man auch bereits vorher, dass sich das größte römische Monument der Stadt befand, der Zirkus. Wir haben aber hier in Zusammenarbeit mit unseren tunesischen Kollegen und auch verschiedenen Universitäten in Deutschland, aber auch in Spanien, ein Projekt konzipiert, das einen Diakronenansatz verfolgt, also sich wirklich anschaut, wie sich dieses Stadtviertel entwickelt hat, also aus urbanistischer Sicht. Was war hier in der punischen Zeit? Wie kam es dann zu der Umgestaltung in der römischen Zeit? Und was passierte auch in der Spätantike mit diesem Stadtviertel und mit diesem großen Monument des Zirkusbaus? Wir konnten hier verschiedene Methoden einsetzen, von der geophysikalischen Prospektion dann auch letzten Endes zur Grabung kommen. Und auch da werde ich Ihnen Ergebnisse, die wir haben, die wir im Moment noch publizieren, vorstellen im Verlauf meines Vortrags. Ich steige dann jetzt ein in die Fragen der antiken Urbanistik und habe eben die drei großen Epochen, punisch, römisch und die Spätantike, nochmal gesondert rausgegriffen, weil das ein Thema ist auch, was mich speziell jetzt besonders interessiert, wie Herr Dalli auch in der Einführung bereits erwähnt hat. Aber auch in den anderen Themen, die sind natürlich für Karthago auch unheimlich wichtig und in der Tat sehr spannend, habe ich mich durchaus auch gut mit beschäftigt in den letzten Jahren. Insofern freue ich mich, dass ich auch dazu ein bisschen was sagen kann. Die Vorstellung, wie wir vom punischen Karthago haben, ist vielleicht ein bisschen schlechter, als man sich das eigentlich denken würde und als man sich das wünschen würde. In der Tat ist es tatsächlich so, dass aufgrund der Geschichte der Stadt, darauf kann ich vielleicht am Ende im Bereich der Denkmalpflege noch mal ein bisschen näher eingehen, also die vor allen Dingen neuzeitliche Geschichte der Stadt, ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht so gute Erhaltung auch haben. Das liegt natürlich auch an dieser fulminanten römischen Umgestaltung der punischen Stadt, wo man zum Teil dann keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. So dass der Eindruck von der punischen Phase Karthagos eben einer ist, der zum Teil ein bisschen mosaikhaft noch ist. Wir kennen allerdings einige Dinge, also wir wissen, wo der zentrale Stadthügel war. Wir kennen hier diese berühmten punischen Kriegshäfen,
mit dem vorgelagerten Handelshafen. Das wissen wir, wo die waren. Da gibt es Kontinuität, auch in römischer Zeit an beiden Orten. Ansonsten haben wir ein quasi etwas disparates Verhältnis der Stadterschließung. Wie Sie sehen, verschiedene Ausrichtungen von Stadtrastern, sodass man schon sagen kann, dass die Stadt anders ausgesehen hat. Definitiv hat sie in der punischen Zeit anders ausgesehen als in der römischen Zeit. Der französische Bauforscher Jean-Claude Golvin hat sich das in den letzten Jahren versucht, bildlich vorzustellen in einigen Rekonstruktionen, von denen ich Ihnen hier einige mitgebracht habe. Hier vom zentralen Bösserhügel mit dem großen Heiligtum, das oben lag. Aber eben auch hier von einem Wohnviertel, wo Sie sehen, das ist alles relativ kleinteilige Bebauung, zu Teilen aber doch relativ hoch. Ein bisschen anderes Konzept, als man das so von römischen Städten mit dieser klaren Insularaufteilung kennt. Was hat Rakow nun am Quartier Magon gefunden? Ich hatte schon erwähnt, dass es vor allen Dingen die mittelpunische Epoche, die hier ganz besondere Befunde gezeigt hat. Zunächst ist dort die Seemauer zu nennen. Karthago war ab der mittelpunischen Epoche, also so ab dem 5. Jahrhundert vor Christus, von einer enormen Seemauer umgeben, einfach eine Schutzmauer, die sich an der ganzen Küste langgezogen hat, deren Verlauf wir aber in den anderen Teilen der Stadt nicht so ganz gut kennen. Auch hier eine Rekonstruktion von Golvin. Auf dieser Seite sehen Sie, wie das im Park jetzt gelöst worden ist. Man kann in einem Schnitt den Rest der antiken Seemauer auch sehen, aber dies zu größeren Teilen durchaus auch abgetragen, sodass man hier im Park die Originalhöhe nochmal hier versucht hat darzustellen und den oberen Abschluss, den man eben im Versturz noch gefunden hatte. Ein sehr wichtiges Ergebnis, weil das eben zum Teil dann gerade in der nördlichen und südlichen Ausdehnung auch einen Eindruck davon gibt, wie groß die Stadt eben in der Zeit auch schon gewesen ist. Das andere, was man oder Rakow dort mit seinem Team gefunden hatte, war dann eben auch die punische Bebauung der Stadt in diesem Bereich. Das ist hier in der Konstruktion auch ganz gut zu erkennen. Ich zeige später aber auch nochmal Pläne. Hier haben wir andere Bebauung als die ich Ihnen eben gezeigt hatte, nämlich größere Häuser mit Innenhöfen, um die herum sich Räume gruppierten. Also eine typische Architektur auch, die man dann eben auch findet in anderen Teilen der antiken Welt, auch im griechisch-römischen Bereich. Und Rakow konnte hier eben nachweisen, dass sich diese etwas größeren Häuser hier direkt praktisch hinter der antiken Seemauer am Meer befunden haben. Die Erkenntnisse für die punische Epoche an der Rue Ibn Shabbat, das wir später Quartier Didon getauft haben, waren auch wirklich hervorragend, obwohl die Erhaltung da nochmal eine andere war, etwas schlechter als im Quartier Magon. Wir sind noch zentraler in der Stadt und hier fand noch viel mehr Bautätigkeit nach der punischen Zeit statt. Aber es war möglich, hier die Abfolge ganz gut zu rekonstruieren. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Rue Ibn Shabbat auch auf Initiative meines Tübinger Kollegen Friedrich Schön die ältesten Siedlungsreste Karthagos C14 datieren konnten, und zwar tatsächlich in das 9. Jahrhundert vor Christus, was ja interessanterweise mit der mythologischen Überlieferung für die Gründung Karthagos ganz gut zusammengeht. So etwas hat man ja nun auch nicht häufig. Und dieser Befund stammt hier aus diesem Teil der Grabung. Das sind die ältesten Siedlungsspuren hier, die man eben auch rekonstruieren kann, hat unser algerischer Architektenkollege Keredin Hassein hier gemacht, zu eben so einer auch relativ kleinteiligen, mehrstöckigen Bebauung mit einer Erschließungsstraße, also durchaus schon auch ein Konzept, wie man das erschließen wollte als Wohnbebauung, aber doch in einer ganz anderen Form, als man das jetzt von römischer Wohnarchitektur kennt. Dann haben wir die nächste Phase hier, die mittelpunische Phase. Ich habe Ihnen bisher wenig über punische Tempel in Karthago erzählt und das liegt auch daran, dass wir die meistens nur aus der Literatur kennen. Hier gibt es allerdings tatsächlich einen Hinweis darauf, dass sich hier ein Tempelbau befunden hat. Das ist der Baubefund, zwei sich überlagernde rechtwinklige Gebäude, die man hier so ja auch in dem Raumvolumen darstellen kann, zu denen wir aber eigentlich nichts wissen zum oberen Aufbau. Also meine Kollegen Christoph Flügel und Heimo Dolenz sind dabei, die Publikation vorzubereiten und haben sich sicherlich mittlerweile schon noch mehr Gedanken gemacht
was sie dort rekonstruieren könnten. Das hier sind auch Grafiken, die wir für den archäologischen Park dann erstellt haben, mehr oder weniger nach Abschluss der Grabung. Aber es ist zumindest sicher, dass hier ein Großbau war und wir können auch mit Sicherheit sagen, dass sich hier ein Tempel befunden hat. Während wir hier eben diese Wohnbebauung in der frühen punischen Zeit haben, wandelt sich das gesamte Areal zu einer Platzanlage in der mittelpunischen Zeit, so eben ab dem 6., 5. Jahrhundert vor Christus dann. Und die Funde, die hier gemacht worden sind, sind wirklich aufsehenerregend. Also die stammen alle noch aus der Zeit von Rakop, die ganz besonderen Funde. Auf den Tempel deuten zum Beispiel diese Gesichtsprotome, also praktisch eine Art, also viele sagen auch einfach Maske dazu, ist aber eigentlich keine Maske, sondern es steht stellvertretend für ein Gesicht. Und aus Vergleichen wissen wir, dass das vermutlich eine Darstellung der Göttin Tanit ist, die Stadtgöttin Karthagos war, die mehrere Heiligtümer in der Stadt hatte. Und das ist wahrscheinlich eine Weihegabe in einem Heiligtum gewesen. Dann hier auch im Museum haben wir aufgestellt das größte dorische Kapitell der punischen Welt, das bekannt ist, das sicherlich von einer Tempelfassade stammt, also diese Art von Architektur, auch vor allen Dingen in dieser Größe, ist eigentlich typisch für Tempel. Und vielleicht der bedeutendste Fund aus diesem Ort, da habe ich Ihnen hier zwei Beispiele auf die Folie, der Folie gezeigt, das sind über 4000 Siegel, die eine sehr interessante Geschichte haben, die datieren vom 6. bis ins 2. Jahrhundert vor Christus. Was sind diese Siegel gewesen? Die haben eben Dokumente umschlossen, praktisch die aufgerollt waren, dann mit einem Faden verschlossen und dann kam hier dieses Tonsiegel darauf. Und das blieb eigentlich auch so ein Tonsiegel, sodass man dieses Dokument dann eben nur quasi in einem bestimmten Kontext geöffnet hat, sonst war eben das Siegel gebrochen. Das ist ganz typisch für Tempel auch, Tempelarchiv. Und das Besondere hier an dem Befund ist, dass diese Tonsiegel gebrannt worden sind, und zwar in dem Brand 146 vor Christus, der eben halt in der ganzen Stadt gewütet hat, vor allen Dingen eben auch in der Unterstadt hier, wo das Quartier Didon ist. Und es ist ein ganz außergewöhnlicher Befund und Zeugnis eben auch dieser großen Zerstörung der Stadt. Was haben wir jetzt im Südwestquartier gefunden? Wir befinden uns hier in diesem Teil der Stadt. Hier diese blaue Linie ist vermutlich die antike Küstenlinie. Ganz hundertprozentig wissen wir es nicht, aber sie muss ungefähr hier gewesen sein, der Lagune. Das heißt, man konnte hier zur Lagune segeln. Und die Vermutung ist, dass diese Häfen, die spätpunisch erst sind, hier in der früh- und mittelpunischen Zeit sich nicht befunden haben, sondern dass Schiffe vor allen Dingen hier an der noch einfacher zu nutzenden Lagune angelandet sind. Das macht dieses Gebiet natürlich besonders interessant. Was das Gebiet auch interessant macht, ist die Theorie, dass hier ein Ausbau in der mittelpunischen Zeit stattgefunden hat. Wir wissen auch hier aus schriftlichen Quellen, dass die sogenannte Neapolis, die Neustadt Karthagos, irgendwo in dem Bereich wahrscheinlich befunden hat. Wir haben dann in der geophysikalischen Prospektion einige Hinweise auf Bebauung gefunden, wo wir gedacht haben, das müsste vorrömisch sein, und haben dort näher geschaut. Und tatsächlich, es war so. Wir konnten hier den ersten Pfostenständerbau Karthagos in der punischen Zeit nachweisen. Ich habe Ihnen hier einen Plan dieses Grabungsschnitts mitgebracht. Sie sehen hier einmal kleine Pfostenlöcher, die roten, und etwas größere gelbe, also hier das Größere, hier ein kleineres, hier noch ein kleineres. Und Sie sehen, die sind hier in diesem Felsen, der hier ansteht. Das ist der natürliche Boden praktisch. Wir sind hier ganz nah schon an der Meereshöhe. Sind die eingetieft worden und hier mit größeren Gruben verbunden gewesen, die Sie hier auch ein bisschen sehen können und ein bisschen erkennen können. Also wir vermuten, dass es hier vor allen Dingen eine handwerkliche Tätigkeit war, die man hier ausgeübt hat. Und ein paar Hinweise darauf haben wir dann im Fundmaterial noch bekommen, und zwar besonders durch diese Netznadel. Das wissen wir eben aus Vergleichen, aus anderen Kontexten, dass man diese Bronzenadeln zum Netzflicken häufig genutzt hat. Aber hier fand definitiv auch mehr statt als nur das. Einige Funde von Fragmenten figürlicher Motivgaben, aber auch Keramik, die zum Teil aus Italien importiert ist, zum Teil auch lokal sein konnte, oder eben auch
hier, wie diese spätpunische Lampe, die eben auch da durchaus Hinweise gibt, dass man hier auch dauerhaft vielleicht sich niedergelassen hatte, eben auch abends hier vor Ort war, gibt so ein Bild von handwerklicher, vielleicht auch Wohnnutzung dieses Areals, so eine periurbane Zone praktisch, die vermutlich auch mit der Nutzung der Lagune und Marina-Ressourcen zusammenhängt. Ich gehe jetzt weiter in die römische Epoche. Auch hier Golvans Rekonstruktionszeichnung. Sie sehen hier schon, die Stadt ist dann massiv im 2. Jahrhundert vor allen Dingen. Also es ist so die große Ausbauphase der Stadt, das 2. Jahrhundert nach Christus. Erhält die Stadt dann auch wirklich alle Monumente, die zu einer römischen Metropole dazugehören, wie hier diese große antoninische Thermenanlage. Hier sehen Sie das Forum auf dem Bürsa-Hügel mit der Basilika, mit Tempelanlagen. Die sind alle sehr viel besser belegt als das, was wir aus der punischen Zeit kennen, weil es eben natürlich stratigraphisch alles da drüber liegt. Und soweit studiert, kann man sagen, sind es hier alles Bauten, die eigentlich nur in Rom übertroffen werden, sowohl was die Größe angeht, als auch was die Ausstattung angeht. Also dieser Titel des afrikanischen Roms, der ist schon durchaus gerechtfertigt für Karthago in dieser Zeit. Wie sieht es jetzt auf den DAI-Grabungen für die römische Epoche aus? Im Quartier Magon wird das orthogonale Straßenraster beibehalten. Es entsteht hier aber ein bisschen ein einfacheres Viertel, eher auch handwerkliche Tätigkeiten erhalten sind hier so Kellergebäude tatsächlich und so Zisternen hier noch. Also das Niveau lag nochmal deutlich höher auch als das der punischen Stadt dann. Und man hat hier auch weiter ausgebaut, also das Straßenraster praktisch ins Meer vorgeschoben. Die Küstenlinie hat sich natürlich auch verändert seit der Antike. Hier sehen Sie, also man kann diesen Park besuchen, man kann eben auch hier heutzutage auf einer kleinen Uferpromenade lang gehen. Und Sie sehen hier, das sind noch Reste der römischen Fundamentmauern der nächsten Insula, die praktisch hier heute eben vom Meer überschwemmt ist. Auch im Quartier Didon, auf der zweiten Rakop-Grabung, fanden bedeutende Umwälzungen statt. Also hier, wie schon angekündigt, nochmal im Verhältnis, wie diese beiden Grabungen zusammenlagen. Hier das Quartier Magon, direkt an der Küste, etwas weiter in der Innenstadt gelegen, das Quartier Didon, und zwar direkt am Decumanus Maximus, also einer der großen römischen Hauptstraßen, und entsprechend ausgestattet, nicht mit ganz einfacher Architektur, sondern mit einem Großbau öffentlichen Charakters, der leider sehr schlecht erhalten ist. Also die Rekonstruktion hier von Rakop ist in den Grundrissen schon durchaus sicher gut zu vertreten. Im oberen Aufbau ist es relativ unsicher, basiert natürlich auch auf Vergleichen, kann aber auch anders ausgesehen haben. Ein paar Fragmente der Ausstattung, die zu diesem Bau gehört haben könnte, haben wir auch gefunden. Also hier diese bemalte Stuckgorgone oder auch Fragmente einer Venusstatue. Also wir haben hier eine Fortsetzung des öffentlichen Charakters dieser Zone. Im südwestlichen Stadtquartier fanden ganz bedeutende Umwälzungen statt. Zunächst wurde eine Nekropole errichtet. Das heißt, wir befinden uns hier immer noch außerhalb der Stadt in der frühen römischen Phase. Wir sprechen hier von ungefähr dann der Nekropole am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus. Sie sehen hier den gleichen Grundrissplan praktisch der Sondage hier, der dokumentierten Befunde. Und hier in Orange diesen 5x5 Meter messenden Zementitiumsblock, der, wie uns Vergleiche in einer weiter südlich gelegenen Nekropole gezeigt haben, eben praktisch so ein Fundament ist für einen obertägig sichtbaren Grabbau, der dann entsprechend mit Marmor und anderen Steinquadern entsprechend gebaut war. Ferner bestand hier vermutlich eine suburbane Villa. Das heißt, wir haben hier so eine Situation, wie wir sie auch aus Rom kennen, also die Bereiche außerhalb der Stadt dann eben vor allen Dingen durch Grabbauten, hier sicher auch recht große, gute Grabbauten und eben Villen, die Sie hier sehen, auch mit sehr schöner Stuckausstattung ausgestattet. Diese Stuckausstattung haben wir dann wiederum in der Verfüllung gefunden, der Konstruktionsgruben für den Zirkusbau. Und das ist dann gleich die nächste Phase hier, die Errichtung des römischen Zirkus. Und das ist jetzt keine Kleinigkeit,
Zunächst mal musste man diese Nekropole dann praktisch wieder deklassieren und verschieben nach Süden und damit eben auch die Stadtgrenze weiter nach Süden verschieben. Also wir wissen aus der Spätantike, dass der Zirkus innerhalb der antiken Stadtmauern lag. Und es entstand eben dann hier ab dem späten 1. Jahrhundert und bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts dann eben der Zirkus der Stadt. Durch unsere Sondagen konnten wir jetzt den Bauablauf schon ganz gut rekonstruieren. Also man hat offenbar diese Villa irgendwie abgebaut und zum Teil dann als Schutt für die Auffüllung benutzt, um zunächst mal die Mittelachse des Zirkus zu errichten, um die halt dann die Wagen mal drumherum fahren mussten. Und das heißt Spina, also praktisch wie Wirbelsäule so, weil sie eben auch wirklich den gesamten Bau praktisch vorgibt. Das wichtigste Element wurde zuerst gebaut. Dann hat man begonnen, die Zuschauerränge im Norden zu errichten, die wir hier rekonstruieren konnten. Hier unterlegt durch den Befund, den wir hatten. Wir haben entsprechende Fundstücke auch gefunden, wie das Kapitell, hier diesen Sitzstein. Und als letztes hat man dann eben den Arenaboden eingebracht und den praktisch über diese Fundamentierung auch des ehemaligen Grabbaus gezogen. Für die Spätantike sieht das Ganze auch gut aus für Karthago. Da kennen wir eine ganze Reihe von ganz bedeutenden Kirchenbauten. Also auch da zeigt sich nochmal dieser Satz vom afrikanischen Rom. Also es war sicher das wichtigste christliche Zentrum Afrikas, ein internationales Pilgerzentrum, was ganz außergewöhnliche Kirchenbauten hatte mit Architektur, die singulär ist in Afrika, definitiv hier in Karthago. Also ich habe zwei Rekonstruktionen hier mal mitgebracht von anderen Projekten, von befreundeten Projekten sozusagen. In unseren selbst haben wir da gar nicht so viel. Im Quartier Magon wurde eine kleine Basilika errichtet im Bereich eher am Ufer. Die haben wir 2017 noch mal etwas genauer untersuchen können. Auch das hatte Rakob damals nicht wirklich näher getan. Und wir werden die jetzt noch in den archäologischen Park mit einbinden. Ist aber nicht sicher, dass es hier wirklich eine christliche Basilika ist. Könnte auch ein Versammlungsraum eines Handwerks- oder Handelskollegiums sein. Wir haben keine Hinweise auf einen Altarbereich oder Ähnliches gefunden. Und die Bauform an sich ist natürlich auch säkular nutzbar. Im Quartier Didon ist das Ganze etwas spektakulärer. Hier wird in der byzantinischen Zeit eine Rotunde errichtet, und zwar im Bereich des offensichtlich verfallenen römischen Großbaus. Solche Bauten dienten der Verehrung von Heiligen oder Märtyrern, und das war sicherlich auch in Karthago der Fall. Und das reiht sich jetzt ein eben in dieses Bild dieser sehr engen christlichen Topografie der Stadt, besonders auch in der Spätantike dann natürlich, in der byzantinischen Zeit nochmal. Und im Bereich des südwestlichen Stadtquartiers verliert der Zirkus dann irgendwann seine primäre Nutzung eben als Arena für Wagenrennen. Das Ganze findet im frühen 6. Jahrhundert statt. Da können wir eben nachweisen, dass der Arenaboden selbst nicht weiter gepflegt wurde. Auch die Zuschauerränge wurden nicht weiter gepflegt im Sinne, dass man Reparaturen vornahm oder auch die Fußböden weiter gereinigt hat, so wie man das bis ins 6. Jahrhundert noch kontinuierlich getan hat. Und es werden dann, also das ist ein Foto, das hier aus diesem Bereich stammt, praktisch hier auf diesem römischen Pflaster werden so kleinere Mauern aufgesetzt. Also so die Nutzung des gesamten Monuments ändert sich. Wird viel kleinteiliger, vermutlich auch wirtschaftlich genutzt. Das hat man häufig bei dieser Art Monumenten. Und irgendwann dient es dann wirklich zum Abbau des eigentlichen Steinmaterials. Es entstehen diese riesigen Raubgruben in dem Bereich, in dem eigentlich die Zuschauerränge waren. Dadurch, dass wir es ausgegraben haben und eben nachvollziehen können, wo diese Raubgruben ihr Ende haben, kommt man entsprechend zu der Rekonstruktion des eigentlichen Bauwerks. Ich komme dann in den letzten 2-3 Minuten noch zum Bereich der Denkmalpflege. Wie bereits erwähnt, ist Karthago Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und gehörte tatsächlich zu den ersten Städten, die auf diese Liste aufgenommen wurden. Das hängt auch damit zusammen, dass dieses kulturelle Erbe stark gefährdet war zu dem Zeitpunkt. Und man hat es eben geschafft, diese doch recht große archäologische Schutzzone hier einzurichten. Hier sehen Sie nochmal aufgeführt diese ganzen Grabungen, die hier stattfanden in diesem Bereich der UNESCO-Kampagne. Und die UNESCO hat in ihrer Begründung eben auch gerade diese Abfolge verschiedener Kulturen
und damit auch die Beeinflussung insgesamt der antiken Kultur im westlichen Mittelmeerraum besonders hervorgehoben in der Begründung für die Aufnahme in die Welterbeliste. Die Parks hatte ich schon erwähnt, nur noch mal ein paar kleine Eindrücke, wie das aussieht, ist eben besuchbar. Die Sondagen kann man sehen. Es gibt einen kleinen Museumsbau. Das hier ist eben der Stand quasi 1984. Das funktioniert aber ganz hervorragend. Der Berliner Architekt Martin Klessing entworfen und betreut es praktisch bis heute, Gott sei Dank, weiter. Wir bekommen sehr große Unterstützung durch das Auswärtige Amt hier, also unsere gesamten Mise en Valeur-Maßnahmen. Hier sind eben Teil der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und das Engagement der Bundesregierung, des Auswärtigen Amts, hier ist wirklich sehr groß und wird sehr, sehr positiv von unseren tunesischen Partnern aufgenommen. Und wir sind da wirklich zu großem Dank verpflichtet, dass man hier so viel Engagement zeigt. Und dadurch war es uns eben auch möglich, dann jetzt zwischen 2014 und 2017 auch im Quartier Didon einen Park einzurichten, praktisch auf dem Konzept aufbauend, was wir im Magon schon hatten. Und das ist auch wirklich, wird auch sehr gut angenommen. Auch hier gibt es einen kleinen Museumsbau, in dem die Funde gezeigt werden, die ich eben erläutert hatte. Und man kann eben auch anhand dieser Tafeln hier versuchen zu verstehen, was man da eigentlich unten sehen kann und diese Abfolge von 1500 Jahren Siedlungsgeschichte ein bisschen nachverfolgen. Wir werden uns auch engagieren natürlich für das dritte große Projekt, das südwestliche Stadtquartier. Sie sehen hier einige Satellitenbilder der letzten fast 40 Jahre mittlerweile. Und Sie sehen, wie hier die Urbanisierung fortgeschritten ist. Heute sind wir eben hier, dass das antike Karthago unmittelbar angrenzend an die moderne Besiedlung. Und es ist hier wirklich nötig, was zu tun und es klarzumachen, was hier eigentlich an Geschichte im Boden steckt, aber auf eine Art und Weise, wie sie eben auch für die lokale Community funktioniert. Also, dass man es wirklich als Park nutzen kann. Das soll jetzt nichts Elitäres sein, wo sich jemand, der sich nur für Antike interessiert, dann vielleicht mal hinverirrt, sondern es soll wirklich darum gehen, dass die gesamte Gemeinde, die hier einfach auch schon drumherum lebt und mit der Antike hier leben muss, auch was davon hat. Damit bin ich am Ende. Danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ulla's Vortrag. Ja, vielen Dank, lieber Herr Bockmann, für diesen sehr eindrucksvollen Bericht aus und zu Karthago. Ich denke, es ist sehr deutlich geworden, wie voraussetzungsreich das tatsächlich ist in einer modernen Stadt. Die moderne Hauptstadt Tunesiens, Tunis, liegt ja über Karthago drüber, zu arbeiten und aus ganz vielen Mosaiksteinen ein Bild dieser Stadt und ihrer kulturgeschichtlichen Entwicklung in der Antike, letztlich vom 9. Jahrhundert vor Christus bis eben in die Neuzeit hinein zu entwickeln. Und es ist aber auch sehr deutlich geworden, dass Sie, der Sie dort tätig sind, ja hier am DAI Rom, ich glaube, seit 10 Jahren jetzt und seit 2014 dann auch direkt in Karthago, wie viel Sie dort eben haben, auch letztlich mit den tunesischen Partnern und Freunden haben erreichen können. Ich bin sicher, dazu wird es dann auch gleich noch Fragen und Anregungen geben. Und damit, liebe Ulla, möchte ich dir gerne das Wort geben und wir machen damit einen Sprung von Tunesien in das benachbarte Algerien und nach Cherchell. Dankeschön. Ist der Bildschirm zu sehen? Ist zu sehen, ja. Wunderbar. Dankeschön. Danke, lieber Ortwin. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen unsere Arbeit der letzten Jahre in Cherchell vorstellen zu dürfen. Anno dazumal, als Studierende der klassischen Archäologie, hörte ich erstmals von dem Ort Cherchell in Algerien. Von dort stammen nämlich diese beiden Repliken der sogenannten Demeter von Cherchell. Links diejenige in Cherchell, rechts davon diejenige in Algier. Man muss die beiden Statuen sehr genau betrachten, um die kleinen Details zu erkennen, worin sie sich voneinander unterscheiden und sei dies auch nur im Erhaltungszustand. Hoppla. Hier etwa der Riss durch die Oberschenkel und hier eine Absplitterung.
auch die Form der Basis ist verschieden. Und bei den Details sieht man auch kleinste Unterschiede in der Ausführung. Der Kopf des heute in Algier befindlichen Exemplars fehlte bei der Auffindung. Der Statue ist daher ein Gipsabguss des Kopfes der in Cherchell verbliebenen Statue aufgesetzt worden. Rechts der originale Kopf der Statue in Cherchell. Es handelt sich bei den beiden Statuen um überaus qualitätvolle Kopien nach einem gut 400 Jahre zuvor entstandenen hochklassischen griechischen Original, angefertigt in augusteischer Zeit, also um Christi Geburt. Wenn Sie die Statuen von hinten betrachten, sehen Sie gut, wie minimal sich die beiden Kopien voneinander unterscheiden. Und das zeigt auch, welch hervorragende Kopisten hier am Werk waren. Hier, das heißt in Cherchell, denn beide Statuen sind dort gefunden und vielleicht auch produziert worden. Die dritte Statue aus Cherchell, von der ich im Studium bereits hörte, ist der berühmte Feldherr von Cherchell. In seinem differenziert gestalteten Brustpanzerrelief nur der berühmten Augustusstatue von Prima Porta vergleichbar, wenn auch einige Zeit später gefertigt. Aber wieso gab es hier in Cherchell so qualitätvolle Skulpturen, insbesondere aus dem Späthellenismus und der frühen römischen Kaiserzeit? 25 vor Christus machte der römische Kaiser Augustus den in Rom aufgewachsenen Juba II., links sein Porträt, zum König von Mauretanien, dem heutigen Gebiet Nordwestalgerien und Nordmarokko. Juba II. Heiratete Kleopatra Selene, rechts, die Tochter der berühmten Kleopatra aus Ägypten und des Römers Mark Anton. Ihren gemeinsamen Sohn nannten sie Ptolemaios. Juba wurde sehr alt, er und sein Sohn regierten 65 Jahre lang und brachten die Region zu großem Reichtum. Und die Familie besaß offenkundig nicht nur großen Kunstsachverstand, sondern wusste künstlerische Qualität auch zu schätzen. Caesarea Mauretaniae, das heutige Cherchell, circa 90 Kilometer westlich von Algier gelegen, wurde zur Residenzstadt der genannten Königsfamilie sowie ab den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts Sitz der römischen Provinzstatthalter. Die Stadt blieb bis weit in die Spätantike hinein eine bedeutende und florierende Hafenstadt. Sie war der Ausgangspunkt für regen Warenverkehr von Afrika nach Rom und anderswohin. Als im 19. Jahrhundert das bis dahin nur spärlich besiedelte Zentrum der Stadt vollständig überbaut und neu gestaltet wurde, sind viele antike Funde zutage gefördert worden. Für diese wurde ab 1900 ein Museum errichtet. Dieses alte Museum besitzt einen quadratischen Grundriss, vier lange Galerien und vier quadratische Eckräume, umgeben von einem Innenhof. Oder diese Räume umgeben einen Innenhof. Zum Meer hin gibt es hier einen kleinen Garten. Drei Galerien waren ursprünglich zum Innenhof hin offen. Beschädigungen im Krieg sowie durch Wind, Wasser und Möwen machten verschiedene Umbauten im Museum notwendig. Die Galerien wurden zum Innenhof hin geschlossen und der vorhandene Platz mehr und mehr mit Neufunden vollgestellt. Nach zwei schweren Erdbeben in den 1980er Jahren wurde erneut umgeräumt. Es war Christa Landwehr, die seit den 1980er Jahren die Skulpturen von Cherchell wissenschaftlich bearbeitete und in vier Katalogen vorlegte. Und sie war es auch, die 2008 eine Neuordnung des gesamten Museums initiierte. Seit ihrem plötzlichen Tod im November 2012 koordiniere ich sämtliche Arbeiten vor Ort. Ortwin Dalli ist vom DAI Rom, leitet das Projekt. Finanziert wurden die Arbeiten im Alten Museum größtenteils vom Auswärtigen Amt im Rahmen des Programms Kulturerhalt. Projektpartner sind neben dem Musée Public National Cherchell, das algerische Kulturministerium in Algier sowie für Fragen der Museumsdidaktik das Industriemuseum in Lauf an der Pegnitz. Hinzu kommen freie Mitarbeiter aus Italien, Deutschland und Algerien sowie Studierende.
Bei allen Verantwortlichen und Mitarbeitern möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Sie alle trugen ihren Teil zum Gelingen des Unternehmens bei. Sämtliche Statuen im Alten Museum haben im Rahmen dieses Projekts mittlerweile neue Sockel erhalten. Sie sind jetzt nicht mehr in rein dekorativer Art und Weise nach Größe und Erhaltungszustand sortiert im Museum verteilt, sondern neu gruppiert auf der Grundlage historischer und inhaltlicher Gesichtspunkte. Stichwort Kulturerhalt. Dass insbesondere die Restaurierungsmaßnahmen dringend notwendig waren, ließe sich anhand zahlreicher Statuen belegen. Ich zeige Ihnen hier exemplarisch nur die Statue eines römischen Bürgers in Toga, vor allem den Blick auf die Unterseite dieser Statue. Bei früheren Restaurierungen waren Eisendübel verwendet worden. Diese wiederum rosteten im Laufe der Jahrzehnte und sprengten irgendwann den Stein. Sie sehen hier, wie der Marmor rund um den Dübel sternförmige Risse aufweist. Dadurch war die Standfestigkeit dieser Skulptur im Falle von Erdbeben und den damit verbundenen Schwankungen der Statuen natürlich nicht mehr gewährleistet. Zunächst mussten also die alten Dübel entfernt, alle Rostspuren beseitigt und jede weitere Rostbildung gestoppt werden. Im nächsten Schritt galt es, die Statue korrekt auszurichten. Wir diskutierten auch darüber, ob unser Bildhauer Füße modellieren sollte oder ob die Figur etwa auf nackten Edelstahlstangen stehen sollte. Wir entschieden uns für einen Kompromiss. Dafür wurde ein Gipsabguss der zu ergänzenden Partie angefertigt und von diesem wiederum eine Kopie in Kalkstein erstellt. Schließlich wurde die Statue mittels zweier langer Edelstahldübel mit der ergänzten Partie und dem Sockel verbunden und an der Unterseite des Sockels wurde alles fest miteinander verschraubt. All diese Arbeiten erforderten viele Einzelschritte, die ich Ihnen hier nur in Form einiger Eindrücke präsentieren möchte. Das sind zunächst die Kalksteinsockel, deren Anlieferung immer ein Problem darstellte und die auch keinesfalls so, wie wir sie erhielten, verwendet werden konnten. Ein algerischer Mitarbeiter wurde dafür angelernt, die Sockel entsprechend zu bearbeiten. Monatelang, auch während unserer Abwesenheit, korrigierte er schiefe Winkel, begradigte, abgeschlagene Ecken und schliff und glättete viele Dutzende von Kalksteinblöcken. Zuvor hatten unsere Restauratoren ihm gezeigt, wie Fehlstellen zu bearbeiten sind, und zwar so, dass die Beschädigungen am Ende gar nicht mehr als solche auffallen. Wir richteten uns dann im Museum so gut wie möglich ein. Einige Räume dienten als Depot, andere wurden von den algerischen Partnern mit neuen Fußböden versehen. Irgendwo zwischen den Statuen standen ein paar Schreibtische, und meist dort, wo die Statuen schließlich hingestellt werden sollten, richteten wir unseren Arbeitsplatz ein und begannen mit der Arbeit. Oberste Priorität hatte das Anlernen unserer algerischen Kooperationspartner. Sie lernten schnell, etwa den Flaschenzug am Balkenkran zu bedienen. Komplizierte und körperliche Schwerarbeit übernahmen dann doch unsere Restauratoren und Bildhauer aus Italien und Deutschland. Auch die Handhabung des Palettenwagens will gelernt sein, wenn unwiederbringliche Statuen transportiert werden sollen. Die Reinigung der Skulpturen konnte schon bald den algerischen Mitarbeiterinnen überlassen werden. Eine erste Säuberung der Statuen erfolgte mechanisch. Mit Hammer und Meißel bzw. Skalpell wurden Zement und Farbreste beseitigt. Je nach Notwendigkeit wurde auch mit Wasserdampf, mit Laser oder mit Kompressen gearbeitet. Unsere Restauratoren erklärten, das Anrühren und die Anwendung von Epoxidharz, Komponentenkleber und ähnlichen Dingen. Sie führten den Umgang mit Bohrmaschine, Kernbohrer und vergleichbaren Werkzeugen vor und kontrollierten die weiteren Fortschritte. Auch die Studierenden der Schule für Restaurierung und Konservierung in Algier hörten aufmerksam zu, diskutierten und freuten sich, wenn wieder eine Statue aufgestellt war. Doch für jedes einzelne Objekt musste eine individuelle Lösung gefunden werden. Schritt für Schritt wurde jede Statue untersucht, genügend wie hier im Falle dieser Athena-Statue
kleine Dübelchen zur Fixierung auf dem Sockel? Oder sollte aus ästhetischen Gründen zusätzlich noch ein Zwischenelement eingefügt werden, so geschehen bei der Kybele-Statue? Wie groß sind die Schäden, die frühere Brüche und rostende Eisendübel hinterlassen haben? Kann man die alten Löcher nutzen, um die Statue neu zu verdübeln? Oder muss doch ein Gipsabguss der Bruchfläche hergestellt werden, um dann einen Kalkstein passgenau so anzufertigen, dass die Statue eine sichere Standfläche erhält? Wie gesagt, jede Ergänzung musste wiederum einzeln in Gips modelliert, dann aus Kalkstein gemeißelt und genau angepasst werden. All das brauchte Zeit und Geduld. Und unsere Restauratoren stellten viele gute Ideen zur Diskussion und konnten, wenn man sich auf eine Vorgehensweise für eine Vorgehensweise entschieden hatte, dies auch alles umsetzen. Jede einzelne Sockelung stellte einen Kompromiss dar. Denn einerseits mussten die Forderungen nach Standfestigkeit und Erdbebensicherheit erfüllt werden. Andererseits war aber auch der ästhetische Aspekt nicht zu vernachlässigen. Hinzu kamen noch Arbeitsaufwand plus Kosten sowie Machbarkeit. Zwei Statuen erhielten Spezialsockel, die besondere Erdbebensicherheit gewährleisten sollen. Hier sehen Sie die Konstruktionsplanung für die Apollon-Statue. Die massive, nach unseren Vorgaben gefertigte Edelstahlstellage und wie diese dann andersherum auf die im Fußboden bereits verankerten Kugellager gesetzt wird. Und schließlich sehen Sie die Ummantelung dieses Edelstahlgestells mit einer Kalksteinhülle. Diese Statue hat somit einen Bewegungsspielraum von gut 15 cm nach allen Seiten hin. Die Beweglichkeit einer in dieser Form aufgestellten Statue zeige ich Ihnen anhand einer anderen Skulptur, nämlich der Kolossalstatue des Herakles. Hier sehen Sie unseren Chefrestaurator Alberto Fiorin am Werk. An der Statue des Narkissos, die einem Entsalzungsbad unterzogen werden sollte, möchte ich Ihnen nun noch den Erfindungsreichtum meiner Restauratoren präsentieren. Ein antiker Sarkophag wurde hierfür kurzerhand zur Badewanne umfunktioniert. Und während die Restauratoren zusammen mit den Museumsangestellten und den Studierenden weitere Statuenaufstellungen bewerkstelligten, kümmerte ich mich um die Gesamtkonzeption sowie um die Beschriftung des Museums und um einen kompakten Museumskatalog. Auch dies alles erfolgte in enger Absprache und langen Diskussionen mit der Museumsdirektorin Najwa Atif Hamza und ihrem Team. Museumspädagogische Aspekte steuerten Christiane Müller und Lars Hochreuter vom Industriemuseum Lauf bei. Entstanden ist so die Ausstattung aller Säle mit Karten und Erklärungstafeln in Französisch und Arabisch. Hier etwa der Plan der Stadt Cherchell, in dem Sie auch die wichtigsten antiken Monumente sehen. Also hier die Zentralthermen, die Westthermen, das Theater, Amphitheater, ein Zirkus und hier an dieser Stelle unser Museum. Und eine Insel mit dem Leuchtturm. Die Tafel im Eingangsbereich ist zusätzlich auch noch in deutscher Sprache abgefasst. In dem von unserem algerischen Kollegen, dem Architekten Hossein Dahmani, erstellten virtuellen Museum finden sich mittlerweile gut 70 Objekte, die man sich im Netz in 3D ansehen und nach Belieben drehen kann. Das können Sie gerne machen, wenn Sie im Internet auf sketchfab.com Hossein Models gehen. Ich möchte Sie zuletzt noch auf einen kleinen Rundgang durchs Museum mitnehmen. Lassen Sie mich dabei kurz das Konzept der Neuaufstellung des Museums von Cherchell erläutern. Der Eingangsbereich ist der Frühzeit der Stadt und den Phönikern gewidmet, als die Stadt noch Iol hieß. In der Westgalerie befinden sich die Bildnisse von Juba I.,
und Juba dem Zweiten, eine Kolossalstatue seines Ahnherrn Herakles, ein Kopf, der wohl Kleopatra Selene zugeordnet werden kann, ferner Statuen weiblicher Mitglieder der Königsfamilie und Porträts des Ptolemaios, sowie dahinter an der Wand die Urnen und Grabinschriften von Freigelassenen der Könige. Der Nordwestpavillon ist den Großbauten aus der Zeit Jubas II. Und Ptolemaios gewidmet, mit Stützfiguren, großformatigen Reliefs sowie Masken und Gebälkteilen aus dem Theater. Es folgt die Nordgalerie, unser Prachtraum, mit Funden, die aufgrund ihrer Qualität, des Stils und auch des Fundorts wohl dem königlichen Palast zuzuweisen sind. So etwa die Kolossalköpfe, die nach dem Vorschlag von Christa Landwehr als Teile einer pilasterartigen Wandgliederung rekonstruiert wurden, dann die beiden Tischrekonstruktionen und die Proben farbigen Marmors, ferner die schon eingangs gezeigte Demeter von Cherchell und ein Doryphoros-Torso. Das Ganze nochmal von der gegenüberliegenden Perspektive. Am anderen Ende des Raums ist ein dritter Tisch aufgestellt und vor der Fensterfront eine Reihe von Ornamentpfeilern. Der Nordostpavillon ist den kultischen Zeugnissen der Königszeit und danach vorbehalten. Hier finden sich vor allem Skulpturen des Kybele und des Isis-Kults. Der sakrale Charakter wird durch die Bukranien, also Stierschädel, verdeutlicht, die als komplett ergänzte Rekonstruktionen samt Binden und Girlanden oberhalb der beiden Originalfragmente aufgehängt wurden. Die zweite Hälfte des Museums ist der römischen Kaiserzeit ab Claudius gewidmet. Hier wurde der alte Fußboden beibehalten, einerseits um die Arbeiten im Museum nicht um weitere Jahre zu verzögern und andererseits um die Einzigartigkeit der 65 Jahre dauernden Königszeit von der Zeit danach abzusetzen. Denn nach dem Ende der Königszeit wurde Caesarea Mauretaniae zu einer ganz normalen römischen Provinzhauptstadt, wie es viele innerhalb des Römischen Reichs gab. Und dies kann durch den stumpfen, fleckig wirkenden Fußboden in der zweiten Museumshälfte gegenüber dem glänzend schwarzen Fußboden in der ersten Hälfte vielleicht ganz gut zum Ausdruck gebracht werden. Am Übergang zur Ostgalerie stehen die zwei in Cherchell gefundenen claudischen Kopien der Irene des Kephisodot. Nach der Ermordung des Ptolemaios 40 nach Christus und dem kurzzeitigen Aufstand gegen die Römer wurden die Mauretanier befriedet und die Pax Romana wurde hergestellt. Und diese war auch in Form der Statue der personifizierten Friedensgöttin mindestens zweifach in der Stadt präsent. Es folgt die übliche Ansammlung von Statuen der römischen Kaiserfamilie. Hier mittig steht auch der Feldherr von Cherchell, den ich schon eingangs erwähnte. Es ist die einzige Statue im gesamten Museum, die wir am alten Ort stehen ließen. Hier wurde lediglich der alte, etwas unansehnliche Ziegelsockel mit Kalksteinplatten ummantelt. Hier noch der alte Sockel zu sehen. Und hier sehen Sie unseren algerischen Mitarbeiter Munir Temkit, wie er dem römischen Kaiser sozusagen unter seinen Rock schaut, nachdem er mit dem Zahnbürstchen dessen Schuhe gesäubert hat. Und rechts sieht man den neu mit Kalksteinplatten ummantelten Sockel. Des Weiteren stehen in diesem Raum Götterstatuen und Statuen von Bürgern und Bürgerinnen der Stadt. Der anschließende Eckraum, der Südostpavillon, ist der Ausstattung der Villen und Wohnhäuser der Reichen gewidmet, sowie dem Landleben, das in diesem hochqualitätvollen Mosaik dargestellt ist. Und in der letzten Galerie, der Südgalerie schließlich, sind Skulpturen ausgestellt, die vorwiegend aus den frühantoninischen Westthermen stammen. Sie sind mehrheitlich der aphrodisischen
bukolischen und dionysischen Thematik verpflichtet. Ein aus der Juba-Zeit stammendes Fragment einer Säulenbasis, im frühen 16. Jahrhundert wiederverwendet für eine arabische Inschrift, verdeutlicht Kontinuität und Wandel der Stadt Cherchell im Laufe der letzten gut 2000 Jahre. Was mich in diesem Museum immer wieder fasziniert, ist der unterschiedliche Lichteinfall und die je nach Tages- und Jahreszeit ständig wechselnden Sonnenstrahlen, aufgrund derer einzelne Statuen und Details glanzlichtartig hervorgehoben werden, wie hier zum Beispiel die zum Museumslogo gewordene Artemis-Statuette. Besonders gern halten sich die Besucher des Museums auch im charmanten Innenhof auf. Ich zeige Ihnen hier in zwei leider stark verzerrten Panoramabildern. Liebevoll kümmert sich das Museumspersonal um die Pflanzen, sodass jederzeit Salbei, Verbene, Rosmarin und im Sommer sogar Aprikosen geerntet werden können. Und von vielen Ecken des Museums sieht man in dieses kleine Paradies hinein, besonders auf die malerischen Blumenbeetumrandungen aus Gebälkteilen vom Theater. Und vom Hof wiederum wandert der Blick immer wieder hinein zu den Skulpturen von Juba II., Kleopatra Selene und so weiter. Bleibt noch die Nordterrasse. Hier haben die algerischen Kollegen Betonfundamente gegossen und einen Steingarten angelegt. Von dort hat man eine Aussicht, wie sie wohl auch die königliche Familie von ihrem Palast aus einst genossen hat. Auf das Meer, den Hafen und die einstige Insel mit dem Leuchtturm. Weitere Arbeiten in Cherchell liegen nun im neuen Museum an. Aber das wäre ein neues Kapitel. Wir waren zuletzt im Juni, Juli 2019 in Cherchell. Wir schlossen unsere Arbeiten damals so weit ab, dass das Museum eigentlich offiziell hätte eröffnet werden können. Doch seither standen und stehen einerseits politische Probleme in Algerien, andererseits die Corona-Pandemie einer Eröffnung des Museums entgegen. Drücken Sie uns daher bitte die Daumen, dass es doch noch dazu kommt. Aber falls Sie zwischendurch mal nach Algerien reisen wollen, das Museum war während all unserer Arbeiten stets für Besucher geöffnet. Und ist es auch jetzt. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Danke, lieber Ulla, auch dir für diesen sehr lebendigen und spannenden Werkstattbericht, obwohl das eigentlich zu wenig ist. Ein ausführlicher Bericht über viele Jahre intensive Arbeit, der, ich glaube, sehr deutlich gemacht hat, was das bedeutet, so ein sogenanntes Mise en Valeur-Projekt, in dem Fall die Neueinrichtung eines Museums, anzugehen. Und ich denke, der Bericht hat auch sehr deutlich gemacht, was die Arbeit unseres Instituts und damit auch dir auszeichnet. Es geht nicht nur um eine Brückenstellung, die Vermittlung von Know-how, jetzt in dem Fall, und die Partnerschaft, die Zusammenarbeit mit algerischen Freunden und Partnern. Nein, es geht auch um eine Brückenstellung zwischen Institutionen und Einrichtungen in Deutschland, in dem Fall dem Industriemuseum in Lauf, aber auch eben gerade Partner und Partnerinnen in unserem Gastland Italien, die mit einem sehr, sehr großen Know-how, gerade was restauratorische Fragen ausgestattet sind, hier ausgestattet sind und deswegen auch besonders gewinnbringend und auch intensiv sich in dieses Projekt mit einbringen konnten. Vielen Dank dafür. Ja, ich möchte gerne jetzt nun Sie alle bitten, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben. Ich wiederhole gerne noch einmal, dass Ihre Fragen gerne jederzeit im Chat mit einem Klick auf das Symbol unten rechts auf der Seite eingeben können. Oder aber, wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, im YouTube-Chat zum Livestream. Ich greife diese Fragen sehr gerne auf und gebe sie dann an beide Vortragenden weiter. Ich will aber vielleicht selber einmal einsteigen mit einer
Frage an ja, dich bzw. Sie. Beide Vorhaben sind ja angesiedelt in Nordafrika und damit auch, das kann man, denke ich, auch sagen, in Ländern, die eine ganz andersartige Geschichte und auch kulturgeschichtliche Entwicklung genommen haben, gerade auch in der Neuzeit. Und was bedeutet das also, wenn wir dorthin kommen und dort mit ihnen zusammenarbeiten und es darum letztlich geht, Inhalte auch für die lokale, regionale Bevölkerung verständlich zu präsentieren? Ist das nicht eine Herausforderung und wie kann man ihr begegnen? Denn das sind ja doch auch Länder und es sind auch Menschen, die zum Teil ja ganz anders sozialisiert sind, als wir das hier sind und die auch eine ganz andere Ausbildung zum Teil genossen haben, als wir das haben und die auch ja, einen anderen kulturellen und auch zum Teil jedenfalls religiösen Hintergrund haben. Und das alles spielt ja da rein in die Frage, wie kann man so etwas vermitteln? Darf ich zuerst antworten? Ja, bitte. Wir haben in Cherchell den Vorteil, dass es dort ein Königreich gab und dass wir sagen können, ihr habt da was ganz Spezielles, Eigenes, das gab es sonst nirgendwo. Und die Qualität der Statuen ist dort zum Teil besser als in Rom und das macht die Leute auch durchaus stolz und das ist sicher von Vorteil. In Gesprächen mit den Leuten ist es natürlich schon so, interessant, hier kommen wir in ein Museum mit nackten Frauenstatuen, nackten Männerstatuen und das ist eigentlich, das gehört sich nicht so. Und es gab zum Beispiel den Zulieferer von Sockeln, der hätte uns nie was, nein, von Maschinen, der hätte uns nie was geliefert, wenn der wüsste, dass es für ein Museum ist mit nackten Statuen. Da wurde dann was anderes erfunden und dann hat er in ein normales Museum geliefert. Aber ich glaube, wenn man anfängt, auch die Kinder in Museen zu führen und ihnen klar macht, also gerade zum Beispiel die Nacktheit ist etwas Künstlerisches. Ein Künstler nimmt die Nacktheit, um physische Qualitäten zu zeigen und nicht etwa, die Leute sind damals nicht etwa nackt aufgetreten. Wenn man das oft genug erzählt und den Leuten vermittelt, dann glaube ich, kommt das auch rüber. Und also jedenfalls die Museumsmitarbeiter, die bringen alle ihre Kinder mit rein und die finden das mittlerweile schon, empfinden das als ganz normal. Mhm. Herr Bockmann. Ja, nee, Sie haben vollkommen recht, dass das sind zum Teil ja ganz andere und auch nicht immer einfache Kontexte, in denen wir arbeiten. Aber das ist eigentlich, also ich fand es immer das Faszinierende und das sehr Bereichernde, ehrlich gesagt, daran. Denn gerade mit den tunesischen Kollegen zu arbeiten, die eben wirklich eine andere Wissenschaftstradition haben und die natürlich auch durch ihre jüngere Geschichte eine andere Prägung erfahren haben, als wir das jetzt durch die Ausbildung in Deutschland kannten oder eben in Italien kennengelernt haben, erweitert natürlich den Horizont und sich eben auf lokale Gegebenheiten einstellen zu können. Das geht dann ganz gut, finde ich, wenn man wirklich partnerschaftlich miteinander arbeitet. Nur wenn man halt wirklich in einen offenen und gleichwertigen Dialog tritt und eben versucht zu verstehen, was eigentlich die Situation vor Ort ist und was dort gebraucht wird und was dort funktioniert. Und es ist nicht immer ganz einfach, aber das ist eigentlich in Deutschland und in Italien, würde ich sagen, sind die Probleme auch die gleichen. Es gibt verschiedene Interessen und Karthago ist was man ja auch gerne so als Contested Space bezeichnet. Es gibt viele Konflikte und unheimlich viele Interessen, eben nicht nur kulturpolitischer Art, sondern auch ganz hart wirtschaftlicher Art. Und es ist eben, wie Sie erwähnt haben, Teil von Tunis. Und es ist nicht irgendein Teil von Tunis, sondern es ist der Teil, in dem sich der Präsidentenpalast befindet. Es ist der Teil, in dem sich internationale Botschaften befinden. Es ist der Teil, wo auch eben ja, die tunesische Oberschicht gerade in der französischen Kolonialzeit sich angesiedelt hat. Also
Das ist, es ist eine sehr interessante Lage. Und die Besuche, die wir immer auf der Grabung vor allen Dingen hatten, am Zirkus, sind ganz anders als die, die wir zum Beispiel in den Parks mehr in der Innenstadt haben. Mhm. Aber eben diese Vermittlung wirklich zu zeigen, das hier ist eben die Geschichte Karthagos und ihr heutigen Karthager lebt praktisch darin. Das ist was, was auch immer wirklich viel Spaß gemacht hat. Wir haben viel Kommunikation mit Leuten vor Ort gehabt. Also sei es, dass sie auch nur zum Fußballspielen auf dem großen Feld kommen und dann eben mal schauen, was wir da so machen. Oder dass sie wirklich in der lokalen Presse gesehen haben, da passiert was, wir gehen mal hin und schauen. Denn wir wissen, da war ein großes römisches Monument. Also es ist sehr bereichernd, finde ich. Also bei allen Schwierigkeiten, die man immer mal wieder hat, ist der Austausch wirklich bereichernd. Und ich denke, dass wir dadurch, vor allen Dingen durch unsere langjährigen Kooperationen, dadurch, dass wir diese lange Kontinuität haben, auch einfach ein Vertrauensverhältnis haben und in den letzten Jahrzehnten einfach viel aufbauen konnten. Ich will vielleicht nochmal eine andere Frage stellen. Ich denke, in beiden Vorträgen ist ja sehr deutlich geworden, dass beide Städte, so unterschiedlich sie dann letztlich auch sind, doch etwas gemeinsam. Sie waren letztlich Punkte der kulturellen Begegnung schon in der Antike in ganz vielfältiger Form. Ich denke, das kann man so sagen. Und man kann sich natürlich fragen, wie man genau diesen Aspekt auch eines kulturellen Schmelztiegels, ich denke, das gilt für Karthago genauso wie letztlich auch für Seychelles, wo wir ja gesehen haben, dass dort eben ganz offensichtlich Phönizier zu Hause waren, Römer, aber man sicherlich auch mit Menschen rechnen muss, die eher aus dem inneren Bereich Afrikas dorthin gekommen sind. Das darf man ja nicht vergessen, das sind beides Städte gewesen, die auch Verbindungen nach Innerafrika haben. Also wie man diesen Aspekt auch wiederum vermitteln kann und für ein breiteres Publikum verständlich machen kann. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man beispielsweise die Statue eines griechischen, sagen wir es, Herakles oder einer griechischen Gottheit Demeter in Seychelles findet. Das ist ja, stellt sich auch eine Frage, mit der wir heute noch konfrontiert sind. Wie hat man das in der Antike überhaupt verstanden? Ja? Also wer konnte damit umgehen und wie will man das wiederum vermitteln heute? Oder wie kann man das vermitteln? Ja, also uns spielen da definitiv die Funde in die Hände. Einerseits, also haben Sie ja auch alle gesehen, die große zeitliche Tiefe, die man eigentlich an jedem Ort dort abbilden kann und die man eben auch wirklich bildlich zeigen kann, ganz unterschiedliche Bauten, unterschiedliche Arten zu wohnen, unterschiedliche Arten mit Stadt umzugehen und zu leben und dann auch wirklich in kleinen Funden, also vielleicht so als Beispiel, diese Siegel aus dem Tempelarchiv sind unheimlich spannend. Wir haben die eben in diesem Museumsbau, also die Daniela Gauss hier vom Institut hat da nochmal hervorragende Fotos gemacht, die wir groß aufgezogen haben. Die Siegel selbst sind zu wertvoll, um die dort auszustellen und die sind eben natürlich auch relativ klein. Man kann die gar nicht so gut sehen, wenn man die im Original sieht, dann müsste man da mit Lupen arbeiten etc. Wir haben also große, hervorragende Fotos gemacht und ein bisschen erklärt, was das eigentlich ist. Und die sind sehr spannend, weil die ganz spezifisch karthagische Motive zeigen, wie diese Palme oder bestimmte Gesichtsformen, die man so aus von punischen Theatermasken kennt. Sie zeigen aber auch ganz klassische griechische Motive, also auch Herakles zum Beispiel, aber auch anderes. Die zeigen so übergreifende Sachen wie Löwen, die man irgendwie in fast allen Mittelmeerkulturen findet. Und das Spannende ist eigentlich, die Siegel sind immer doppelt zu sehen. Also einerseits siegelt der Tempel, andererseits siegelt dann der Mensch, der sein Dokument dort lässt. Und der Tempel hat eine ägyptische Königskartusche als Siegel gewählt. Von einem Pharao, der schon 1000 Jahre tot war, als der Tempel in Benutzung war. Das heißt, man hat hier also wirklich so eine unheimliche Bandbreite an Einflüssen, die sich in dieser kleinen Aktivität dieses Tempels, in dieser quasi Allerweltsaktivität, ich bringe da meinen Brief hin, meine Besitzurkunde und der punische Tempel macht dann eine ägyptische Königskartusche drauf. Und mir gefällt eben Herakles gut,
mit dem kann ich mich identifizieren, den packe ich da drauf. Und so, diese Geschichten kann man schon erzählen, wenn man die entsprechenden Funde hat. Und das versuchen wir natürlich zu vermitteln. Mhm. Und ja, manchmal klingt das schon auch ganz gut. Ja, ja. Ja, Ulla? Ja, auch bei uns gelingt das natürlich. Gerade in Bezug zum Beispiel auf das ISIS-Heiligtum und die Funde aus dem Bereich des ISIS-Heiligtums, oder zum Teil wissen wir nicht, wo die genauen Fundorte sind. Aber dadurch, dass Kleopatra Selene natürlich ein Abkömmling der ägyptischen Pharaonen war, ist zum Beispiel auch der Unterteil einer Statue von Thutmosis dem I. bei uns im Museum zwischen all den anderen Funden. Und da kann man auch das ist auch ein anderer Stein, ein dunkler Stein, und dann kann man auch vor allem den Kindern erklären, was da der Unterschied ist, und dass zur Gründung eines Isis-Heiligtums in Cherchell es auch nötig war, eine Statue aus dem Ursprungsland mitzubringen und immer wieder Nilwasser zu bringen für verschiedene Riten. Also da scheinen auch wirklich die Könige, also Kleopatra Selene, selber tätig geworden zu sein und ließ auch wirklich dergleichen aus Ägypten antransportieren. Und also Cherchell ist ein unglaublicher Schmelztiegel. Von den Bewohnern waren sicher ganz viele auch einfache Soldaten, die irgendwo aus dem gesamten Römischen Reich zusammengezogen waren, dann wahrscheinlich lang in Spanien gekämpft haben und nach Cherchell gekommen sind. Phönizische Funde, ägyptische Funde, römisch-griechisch selbstverständlich. Aber dann kommt der Herrscher, Juba der Erste, ist noch Numider-König. Mhm. Jetzt sind es die Mauretanier, die dort sind. Also das sind wirkliche Kosmopoliten, die dort 65 Jahre lang herrschen. Und das kann man im Museum mit den verschiedenen Funden sehr deutlich zeigen. Mhm. Mich erreicht hier eine Frage aus dem Chat, und zwar nach dem Namen Cherchell. Seit wann gibt es ihn? Wie lange hieß die Stadt Caesarea Mauretaniae und was bedeutet der antike Name? Der antike Name Mauretanien entspricht nicht dem heutigen Mauretanien, sondern es ist dieser Bereich von Nordmarokko bis Nordalgerien, vielleicht nicht ganz im Osten Algeriens, aber immerhin der Nordwesten Algeriens. Und Caesarea ist wirklich als Ehrerweis gegenüber Caesar und Augustus, also der Familie des Augustus, zu sehen. Mhm. Der Name Cherchell taucht irgendwann auf alten Karten auf. Das ist, glaube ich, im Mittelalter. Zunächst gibt es eine Variante, die heißt so irgendwie Girgil. Und aber um ehrlich zu sein, da müsste ich selber noch mal genau nachschauen. Tut mir leid. Alles klar. Ich selber würde sonst auch noch mal gerne eine Frage stellen an Sie, Herr Bockmann. Sie haben uns ja gezeigt, also wie tief man letztlich runter muss, wenn man in die Frühphase Karthagos möchte. Wie viele Meter sind das denn so grob gesagt? Denn ich meine, das ist ja wirklich interessant, nicht? Seit der Antike ist immer wieder eine Stadt über der anderen gebaut worden. Dieser Transformationsprozess, das haben Sie auch eindrucksvoll gezeigt, den gab es schon in der Antike, in dem die Römer weite Bereiche dieser punischen Stadt wirklich dem Erdboden im wahrsten Sinne des Wortes gleich gemacht haben und darauf dann eine vollkommen neue Stadt letztlich gesetzt haben. Ja, das ist schon sehr unterschiedlich auch in der Stadt. In der frühen Schabbat im Quartier Didon sind es, glaube ich, ungefähr 8 Meter gewesen zwischen praktisch der Oberkante der frühpunischen Befunde und dann der Oberkante der römischen Fundamente, wohlgemerkt. Also da hat man schon wirklich einen extremen Unterschied, und da sind Meter und Meter und Meter von dem sogenannten römisch bewegten punischen Schutt dann eben reingefüllt worden. Also praktisch
das, was vom Brand übrig blieb, durchgesiebt, mit Sand vermischt und dann reingekippt und über die punischen Befunde drüber. Und man hat eben je nachdem durch diese Terrassierung immer wieder ganz unterschiedliche Situationen, dass man plötzlich praktisch, also punische Befunde hat, die höher liegen als römische Befunde, weil sie einfach auf einer höheren Terrasse sozusagen lagen. Naja. Ein bisschen komplex. Auf der anderen Seite, da im Südwestquartier, wo wir dann so wieder an den Ausläufern der Lagune sind, da ist es dann wirklich erstaunlich, wie gut die Erhaltung trotzdem war, bis eben in die Spätantike, obwohl da dann wiederum nur so 1-2 Meter bis zum gewachsenen Boden anstehen. Also auch von dem her ist es interessant, dort zu arbeiten. Ja, also Sie sind ja bei uns Leiter der Fotothek und haben, wie ich weiß, auch ein stark ausgeprägtes Interesse für Fragen der Visualisierung von Forschungsgegenständen der Archäologie und deswegen einfach auch mal daran anknüpfen, meine Frage, wie glaubhaft sind denn diese Rekonstruktionszeichnungen, die Sie uns da gezeigt haben? Das war ja ganz interessant, dass es da sehr unterschiedliche Bilder gibt, so große Panoramen von dem Kollegen Golvin, dann aber auch ausschnitthafte Rekonstruktionen von Ihrem algerischen Architekten. Wie glaubhaft sind die? Ja, also so wenig Wissen. Also. Nee, also je mehr man ins Detail geht, im Fall von der Rekonstruktion für die frühpunische Phase an der Rüben-Schabbat, da basiert das natürlich schon auch auf Mauerwerk, was wir in der Fundamentierung auch hatten. Und dass die Häuser mehrstöckig sind, das ist auch relativ gut belegt insofern, dass die Räume einfach sehr klein sind und man das halt auch aus Vergleichen eben mit anderen Städten durchaus kennt. Je größer man wird, je mehr man rauszoomt, so wie Golvin, desto mehr muss man das vielleicht wirklich mehr als Eindruck von so einer Gesamtsituation sehen. Also es kommt dann wirklich ein bisschen drauf an. Also ganz ganz klar, der Eindruck ist nicht komplett falsch, ne? Das wird nicht komplett anders ausgesehen haben. Aber die Stadt ist natürlich nicht vollständig ausgegraben, wie man das dann auf der großen Übersicht sehen kann. Wobei ich denke schon, dass man sich da so weit aus dem Fenster lehnen kann, zumindest zu sagen, dass ein größerer Teil auch tatsächlich so ähnlich ausgebaut gewesen ist. Zumindest hat man das punktuell immer wieder festgestellt. Aber klar, man muss diese Rekonstruktion so ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Gibt so einen guten Eindruck. Aber man darf es dann doch nicht zu genau nehmen, natürlich oft. Ja, an dich vielleicht daran anknüpfend, Ulla, auch noch eine Frage. Ich meine, in Cherchell ist die Situation, die Stadt ist bei weitem nicht so groß, aber ist vielleicht dann auch doch letztlich nicht so unendlich. Es gibt große und wichtige Gebäudekomplexe in der Stadt, die wir gar nicht so genau kennen, nicht? Also dieser Königspalast beispielsweise. Wir wissen, dass es ihn gab und wie kostbar er ausgestattet war, aber letztlich wissen wir nicht ganz genau, wo er da lag. Und nun haben wir in dem Museum eben diese wunderbaren Statuen. Wie gelingt es daraus nun ein komplexeres Bild von Häusern oder auch von dem Erscheinungsbild der antiken Stadt zu vermitteln? Denn diese Statuen waren ja Teil eines größeren Ganzen. Ja, ich glaube, das klingt schon, das gelingt schon. Gerade wenn man jetzt die Nordgalerie anschaut, die jetzt auch im Hintergrund bei mir zu sehen ist, da haben wir uns eigentlich darum bemüht, so Palastambiente zu gestalten. Das ist eine Möglichkeit, das so zu machen. Und da sind ja auch zum Beispiel kleine Fragmente, die dann zum ganzen Tisch rekonstruiert wurden. Ich glaube, damit wird das schon einigermaßen anschaulich. Mhm. Was das andere anlangt, die algerischen Kollegen haben selber eine Rekonstruktion des sogenannten Borch gemacht. Also das ist diese Festung, die vermutlich, oder andersrum gesagt, aus den Resten des Palastes ist dann irgendwann der Statthalterpalast geworden. Und aus diesem Statthalterpalast, nach den Vandalen,
kamen die Byzantiner und haben da wahrscheinlich ein kleines Fort draus gemacht. Mhm. Und dieses Fort wiederum wurde, das war diese arabische Inschrift, 1518 zu einem Bortsch, zu einer arabischen Festung umgebaut. Und da gibt es ein paar alte Aufnahmen und Zeichnungen noch aus dem 19. Jahrhundert. Und da wurde jetzt eine Rekonstruktion gemacht. Und als es hieß, diese Rekonstruktion kommt auch ins Museum, da war ich sehr begeistert, dass die mit reinkommt, weil das einfach ja, die Kontinuität zeigt. Nun ist dieses byzantinische Fort dann sicher nicht gleich dem Palast, aber das benutzt höchstwahrscheinlich Palastmauern. Insofern kann man da auch anhand dieses kleinen Modells da nochmal diese Geschichte erzählen. Mhm. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon, denke ich, am Ende unseres anderthalbstündigen heutigen Parcours angelangt. Ich möchte noch einmal dir, liebe Ulla, und Ihnen, lieber Herr Bockmann, sehr herzlich danken für diese spannenden und lebendigen Einblicke in Ihre Arbeit. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dann auch auf den nächsten Vortrag in dieser Reihe hinzuweisen, den vierten Vortrag in diesem Monat zu Projekten des Römischen Instituts. Wir werden zurückkehren nach Italien nächste Woche Donnerstag zur gewohnten Zeit um 18 Uhr. Und dann wird mein geschätzter Kollege Heinz Beste sprechen. Er vertritt eine Disziplin, die bislang noch nicht zur Sprache gekommen ist an unser Institut hier, die Bauforschung. Er ist also Architekt, aber spezialisiert auf die Erforschung antiker Architektur. Und er forscht seit vielen Jahren an Amphitheatern und auch gleich an einem der berühmtesten der antiken Welt überhaupt, dem Kolosseum in Rom, aber auch dem sehr großen und bedeutenden Amphitheater von Santa Maria Capua Vetere bei Neapel. Und dort interessieren ihn ganz besonders Fragen der Untergeschosse, denn diese verraten letztlich auch über eingebaute Aufzüge und Holzkonstruktionen, wie Menschen, Tiere und Dekorationen jeweils in die Arena kommen konnten. Und dass es dabei auch regelrecht um Maschinen ging und überaus raffinierte Seilzüge, das wird er Ihnen dann in der nächsten Woche erzählen. Und moderiert wird diese Sitzung dann von meinem Stellvertreter, Herrn Dr. Norbert Zimmermann, der Sie dann durch diesen Abend führen wird. Ich danke Ihnen allen nochmal sehr für Ihr Interesse heute, wünsche einen schönen Abend und hoffe sehr, dass Sie dann nächste Woche sich wieder zuschalten. Vielen Dank. Auch von mir herzliches Dankeschön. Danke dir.